Moin, moin, Leute, herzlich willkommen auf meinem Kanal. Scum ist schon in der Early Access Version so vollgepackt mit Funktionen, dass das am Anfang ziemlich verwirrend sein kann. Deswegen will ich euch heute zeigen, wie das Crafting-System generell funktioniert und worauf man achten muss, wenn man später Munition selbst herstellen möchte. Um später Munition herstellen zu können, müssen wir auf Stärke und Intelligenz bei der Charaktererstellung achten. Geschicklichkeit braucht ihr nicht mehr als 3 Punkte zuweisen. Damit kann man im Moment noch nicht so viel anfangen. Das wird sich aber später bestimmt noch ändern, wenn mehr Content dazu kommt. Erwähnenswert ist noch, dass sich die Attribute ändern, je nachdem wie man das Alter einstellt. Ab 40 zum Beispiel steigt die Intelligenz und sinkt die Stärke. Bei den Fertigkeiten muss bei Survival mindestens Könner eingestellt sein und je nachdem für welche Waffe ihr später Munition herstellen wollt, entweder Gewehre oder Handgun auch auf Könner. Ihr könnt natürlich auch beide auf Könner setzen, ich habe mich hier dazu entschieden, Gewehre zu bevorzugen und den Rest einigermaßen gleichmäßig unter den anderen zu verteilen. In-game steigen eure Fähigkeiten natürlich langsam, je nachdem, wenn ihr jetzt zum Beispiel viel boxt, dann steigen sie bei Boxen. Wenn ihr euer Gewehr häufig benutzt, steigen sie auch bei Gewehre. Das dauert allerdings super lange, also man kriegt nur ganz wenig Punkte jeweils. Ich würde also im Moment auf jeden Fall empfehlen, sich ein oder zwei Fähigkeiten auszusuchen und denen den Könnerstatus zu geben und den Rest gleichmäßig zu verteilen. Gewehre ist übrigens ein Überbegriff für die AKM zum Beispiel, die K98 und auch Shotguns. Also alles, was keine Handwaffe ist. Wie man sieht, ist hier auch noch ganz schön viel ausgegraut. Das kommt später noch dazu und das wird alles noch viel komplizierter. Die restlichen Punkte verteilt ihr je nachdem, wo ihr mehr Wert drauf legt. Damit sind wir dann fertig mit der Charaktererstellung. Der Crafting Part. An dieser Stelle möchte ich euch zeigen, was ich empfehle, was man am Anfang machen sollte. Man kann natürlich auch einfach loslaufen in eine Stadt und sich dort seinen Loot zusammensuchen, aber wenn man dann irgendwelchen Zombies oder sonstigen Gegnern gegenübersteht und keine Waffe in der Hand hat, ist vielleicht nicht so toll. Deswegen zeige ich euch, was man jetzt machen kann. Als erstes suche ich mir 2 kleine Steine. Hier finde ich nur einen kleinen Stein, den nehme ich erstmal mit. Hier ist der 2. kleine Stein und das erste Tool, was wir craften, ist ein Steinmesser. Im Handwerksmenü rechts oben das einzige, was nicht rot, gelb oder grau durchstrichen ist. Die Farben bedeuten rot, wir haben gar kein Material dafür, gelb, wir haben nur teilweise das Material und grau, wir haben nicht die Fähigkeit, das zu craften. Nachdem ich das Steinmesser ausgewählt habe, gehe ich auf Herstellen. Da die dazu benötigten Materialien sowieso gerade hier rumliegen, mache ich als nächstes einen kleinen Steinaxtkopf, den ich für den nächsten Gegenstand brauche, den ich gleich machen möchte, nämlich eine Steinaxt. Wichtig ist auch, nachdem ihr etwas gecraftet habt, nehmt es immer mit. Es liegt auf dem Boden, vergesst nicht, es mitzunehmen. Als nächstes suche ich mir einen Busch. Diesen kann ich jetzt mit dem gefertigten Steinmesser zerlegen. Für das nächste, was ich herstellen möchte, nämlich ein Baumrindenseil, brauche ich 5 kleine Stöcke. Die suche ich mir jetzt zusammen, auf die eben gezeigte Art und Weise. Da man meistens nicht alle Stöcke an einer Stelle findet, die man braucht, kann man für den vereinfachten Transport Stockbindel herstellen, was ich jetzt auch hier gerade gemacht habe. Wenn ich die 5 kleinen Stöcke zusammen habe, kann ich jetzt ein Baumrindenseil herstellen. Und mit diesem, einem langen Stock und dem Steinaxtkopf eine kleine Steinaxt.
Mit dieser geht das Zerlegen und Fällen von Büschen und Bäumen deutlich schneller als mit dem Steinmesser, kann aber auch gut als Waffe benutzt werden. Den langen Stock nehme ich mit für das nächste, das ich gleich machen will, nämlich einen improvisierten Steinspeer. Was auch noch wichtig ist, wenn ich mir einmal die Materialien, die ich zum Craften brauche, anschaue. Hier steht jetzt, ich bräuchte eigentlich ein 5 Meter langes Seil, das ich aber nicht habe, und darunter sind Pfeile. Und wenn ich da jetzt weiter switche, kann ich eben das auswählen, was man als Alternative gebrauchen kann, nämlich das Baumrindenseil. Das heißt, man hat in vielen Fällen andere Optionen als nur diese eine. Nicht in allen, aber in vielen. Jetzt mache ich mir das Seil, nehme das mit und suche mir nochmal einen Busch. Suche die Steine, die ich für den Speer brauche. Und kann hiermit dann meine erste Melee-Weapon craften. Die haben logischerweise den Nachteil, dass sie nicht so wahnsinnig viel Schaden machen, sind aber dafür leise. Das kann, wenn mehrere Zombies im Gebiet sind, von Vorteil sein. Als nächstes brauche ich ein Transportmittel, nämlich den kleinen improvisierten Rucksack. Der besteht wieder aus einem Seil und aus drei Stofffetzen. Für das Seil habe ich direkt alles da. Und für die Stofffetzen nehme ich meine Hose und zerteile die in Lumpen. Mit Hilfe des Steinmessers wird dann daraus der kleine improvisierte Rucksack. Im Inventar gehe ich dann mit Rechtsklick auf Equip und habe Platz. Das Oberteil, das ich noch anhabe, das zerteile ich auch in Lumpen, denn diese kann man dann als Wundverband nehmen, wenn man verletzt ist. Es gibt zwei Arten von Lumpen, saubere und dreckige, und nur die sauberen kann man logischerweise zur Wundversorgung benutzen. Ganz davon abgesehen, dass man vorsichtshalber immer mindestens ein, zwei Lumpen dabei haben sollte, kann man im Notfall immer in irgendein Haus rennen und sich dort Klamotten suchen und die zerteilen. Die meisten sich in Häusern befindenden Kleidungsstücke sind allerdings sauber. Wenn ihr das erste Mal etwas ernsthafter verletzt worden seid, zum Beispiel wenn ihr aus dem ersten Stock aus dem Fenster springt oder mit Puppets oder anderen Spielern gekämpft habt, werdet ihr feststellen, dass eure Gesundheitsanzeige sinkt, bis ihr tot seid. Das könnt ihr dann eben nur mit einem Lumpen-Medkit oder ähnlichem verhindern. Wenn ihr ernsthafter verletzt seid, wird euch das mit einer rot markierten Stelle auf eurem Körper angezeigt. Um ein bisschen Platz im Rucksack zu sparen, verarbeite ich die Lumpen zu einem Lumpenbündel. Das Steinmesser lasse ich da, weil das sowieso schon fast kaputt ist. Dafür mache ich mir ein neues. Erwähnenswert beim Crafting ist auch noch die Zustandsanzeige der Items, die ihr zum Crafting braucht. Das ist der Strich unter dem Item, der je nach Zustand eben grün, gelb oder rot ist. Im Moment ist es auf jeden Fall noch so, dass bei vielen Dingen, die man craften möchte, die Zustandsanzeige auf grün sein muss, bei den Items, die man dazu benutzt. Das ist dann häufig der Grund, dass man etwas nicht craften kann, obwohl man alle Teile hat. Ob eine grüne Zustandsanzeige benötigt wird, erkennt ihr im Handwerksrezept bei dem jeweiligen Item. Links unten ist so ein Viertelkreis und der ist meistens eben grün und das bedeutet dann das. Als letztes zum Thema Crafting möchte ich noch zeigen, wie ich Kugeln herstelle. Bei dem Charakter, den ich hier spiele, habe ich Handwaffen als Könnerfähigkeit ausgewählt, deswegen werde ich 9 mm Kugeln herstellen. Bleiplatten mit grüner Zustandsanzeige, die man für alle Kugeln braucht,
sind nicht immer leicht zu finden. Deswegen zeige ich hier auch noch, wie man ganz easy selber Bleiplatten herstellt, die dann vollgrün sind. Dazu braucht man eine Autobatterie und einen Baseballschläger, was ich sehr seltsam finde, oder ein Brecheisen, was ich nicht so seltsam finde. Oder eines der anderen Tools, die als Alternative angezeigt werden. Aus der Batterie wird dann eben mit Hilfe des Baseballschlägers oder was anderem die Bleiplatte entnommen, die man dann 20 Mal zum Kugeln produzieren nutzen kann. Nach dem Herstellen der Bleiplatte brauchen wir noch Schießpulver und irgendein Stückchen Metall und einen Werkzeugkasten, was, wie ihr hier seht, alles vorhanden ist. Dann müssen wir nur noch in der Handwerksliste die Kugeln auswählen und auf Herstellen gehen. Und das war's auch schon. Bei einem Mal Kugeln craften stellt man 5 Kugeln her. Das heißt, aus einer Bleiplatte kann man 100 Kugeln herausbekommen. Ich sehe also immer zu, dass ich mindestens eine Bleiplatte und natürlich auch den Rest dabei habe. Und so gehen mir eigentlich nie die Kugeln aus. In der oberen rechten Ecke werden die Fame-Punkte angezeigt und euer Fame-Status. Wenn man stirbt und random spawnt, kostet einen das 25 Fame-Punkte. Wenn man wieder in dem Quadranten spawnen möchte, in dem man gestorben ist, kostet einen das 50 Fame-Punkte. Wenn man neben dem Shelter spawnen möchte, den man gebaut hat, kostet einen das 75 Punkte. Und wenn man bei einem Teammate spawnen möchte, kostet einen das 100 Punkte. Wenn man craftet, bekommt man Fame. Je nachdem, was man craftet, mehr oder weniger. Wie ihr oben seht, habe ich von allem, was ich bisher gecraftet habe, 11 Fame-Punkte bekommen. Zum Beispiel muss ich 2 Steinmesser herstellen, um einen Fame-Punkt zu bekommen. Für einen hergestellten Fleischspieß, den ich im Feuer brate und verzehre, bekomme ich ca. 8 Fame-Punkte. Die Fame-Punkte sind an sich eigentlich nochmal ein eigenes Thema. Wenn ihr Interesse daran habt, dann schreibt mir einen Kommentar und lasst es mich wissen. Nützlich dürfte auch noch diese Lootmap sein, die ich auf Reddit gefunden habe. Den Link dazu findet ihr in der Beschreibung unten. So, das wäre jetzt alles, was ich denke, was man am Anfang wissen muss und haben muss. Wir haben eine Waffe, mit der wir uns verteidigen können. Wir haben einen Rucksack, in dem wir was transportieren können. Wir können losziehen und die Welt von Scum entdecken. Ich hoffe, euch hat mein Video gefallen. Wenn euch mein Video gefallen hat, dann Daumen hoch. Und wenn ihr noch mehr sehen wollt oder was Bestimmtes sehen wollt, dann lasst es mich wissen. Vielen lieben Dank, dass ihr reingeschaltet und bis zum Schluss durchgehalten habt. Bis zum nächsten Mal.